Hallo ihr Lieben, und zwar heute machen wir mal ein Video um das Thema Abnehmen, nicht abnehmen, wie man abnimmt, falsch abnehmen. Und zwar, weil da kenne ich mich sehr gut aus, leider Gottes. Und zwar, das ist auch nicht so ein einfaches Thema, weil es echt anstrengend ist, wenn man halt mit dem Thema Essen so Probleme hat. Und zwar, weil ich habe schon lange, auch wenn man es jetzt nicht denkt, weil ich Backvideos mache, aber schon lange Probleme mit dem Essverhalten. Und zwar mit Abnehmen, Zunehmen, hin und her. Und deswegen, weil ich aber auch gefragt wurde, genau, das war der ursprüngliche Grund, ob ich mal ein Thema dazu mit Abnehmen machen kann, habe ich mir nur gedacht, naja, weil ich im Moment ja auch etwas fülliger bin, kommt es da ein bisschen komisch, also so unglaubwürdig rüber. Aber ich kenne natürlich die Seiten, wie man gescheit abnimmt, das weiß ich. Aber wie man es auch nicht gescheit macht, das weiß ich auch. Und wollte ich einfach mal da Einblicke geben. Und zwar zur Abschreckung, wie es, wenn ihr damit also euch Gedanken macht, abzunehmen, wie ihr es nicht machen sollt, aber auch wie ihr es machen sollt, wenn ihr es wollt. Also natürlich, logisch. Und zwar zu meiner Geschichte. Und zwar, ich habe jetzt so mein Essproblem seit bestimmt knapp 25 Jahren. Und zwar, dass ich irgendwie das Problem habe, dass, ihr kennt es bestimmt, das kennen bestimmt viele, und zwar, wenn man eine Schokoladentafel aufmacht, manche können einfach nur so eine Rippe essen und die anderen müssen sich gleich ein oder zwei Tafeln reinschaufeln. Und das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Also so mit einer Rippe, da verzichte ich lieber ganz, weil da wird mein Appetit erst angeregt und dann könnte ich erst richtig loslegen. Okay, das kenne ich, wie gesagt, schon lange. Aber was habe ich dann gemacht? Also, weil ich war auch bei der Ernährungsberaterin, deswegen kann ich euch da auch sehr wohl Tipps geben, wie man es richtig macht. Aber jedes Gehirn läuft da irgendwie anders. Und ich habe zum Beispiel, bevor ich die Videos angefangen habe zu machen im letzten Jahr, hatte ich gerade 30 Kilo abgenommen, habe jetzt aber wieder zugelegt, aber hatte da halt 30 Kilo abgenommen. Und zwar ganz einfach, wie ich es gemacht habe. Aber total falsch, also ich empfehle es niemandem, aber ich sage es euch trotzdem, aber halt wie gesagt als Abschreckung, und zwar, weil ich wollte immer irgendwas essen, worauf ich Lust hatte. Ich habe auch keinen Sport gemacht, also habe ich so gemacht, ich habe nur Wasser getrunken, also ich habe keine Cola oder Säfte oder so getrunken. Das ist aber ein sehr guter Tipp, also das kann ich euch nur empfehlen, einfach Wasser und ungesüßte Tees zu trinken. Aber jetzt erstmal zu dem anderen Ungesunden. Und zwar, ich habe halt einmal am Tag gegessen. Und zwar einfach auf was ich Lust hatte. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich jetzt eine Tüte Chips, zwei Tafeln Schokolade, eine fette Hauptspeise, so jetzt nicht, einfach wie man normal eine normale Menge isst, aber danach Wunsch. Und so hat es wunderbar geklappt. Aber man sieht ja, man kann es nicht auf Dauer aushalten. Irgendwann läuft dann doch alles anders. Aber es klappt, also, aber es ist halt nicht, also du leidest halt, das muss ich ganz klar sagen, du bist nicht zufrieden, du bist nicht glücklich. Okay, in dem Moment, wo es läuft, bist du schon zufrieden, also das war ich schon auch. Aber natürlich, wenn man andere essen sieht, dann denkt man, oh nee, ich kann jetzt nicht und so. Und das Problem halt auch mit dem Essen ist, es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen durcheinander redet, aber weil das halt sehr ein extremes Thema ist, wo bei mir halt sehr im Kopf ist, da schießen mir immer gleich viele Sachen ein. Es ist halt eine Sache, wenn du auf eine Sache grundsätzlich in deinem Leben verzichten kannst, also wo du merkst, du kommst nicht mit klar, sei es Zigaretten, sei es Alkohol oder so, da kannst du halt wirklich komplett drauf verzichten. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist, keineswegs, aber es zwingt dich nicht fürs Überleben, aber mit dem Essen musst du dich halt früher oder später arrangieren, weil du brauchst es einfach, um zu überleben. Und deswegen musst du dich damit auseinandersetzen, ob du willst oder nicht. Und ja, so habe ich, wie gesagt, auch meine Kilos runtergebracht. Aber wie gesagt, also es läuft halt nur auf eine gewisse Zeit und es ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Deswegen wollte ich das nur kurz einläuten, weil ich es irgendwie komisch finde, wenn ich jetzt so nicht ganz als Vollschlanke irgendwie übers Abnehmen rede, dann denkt man auch, was will die denn hier? Und deswegen wollte ich euch nur das erklären, dass ich halt beide Wege kenne. Ich kenne auch das, wo zu mir gesagt wurde, ich bin magersüchtig, also ich habe auch eine andere Seite. Und ja, aber das nur zu meiner Vorgeschichte. Und jetzt wollte ich ja damit anfangen, wie ihr es besser machen könnt. Und zwar, ich muss es aber ablesen,
weil das kann ich mir nicht alles merken. Und zwar der erste Punkt ist zum Beispiel ganz wichtig, und das wird oft unterschätzt, trinkt keine Säfte und kein Cola und das Ganze, sondern trinkt Wasser mit Zitrone, wenn ihr ein bisschen Geschmack haben wollt, oder ungesüßten Tee. Und das ist schon mal, das hilft euch so extrem. Ich kann es euch gar nicht sagen, weil eigentlich ist ja das gesüßte Zeug eigentlich nur, man kann es ja so ein bisschen vorstellen, wie was Püriertes, ja. Also das ist ja nichts anderes, nur es wird halt oft einfach unterschätzt. Und deswegen ist das schon mal wichtig und ihr könnt euch auch dran gewöhnen. Also wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, ich bin es so gewohnt, immer Cola zu trinken oder Säfte. Also man kann sich daran wirklich gewöhnen, das habe ich auch gemacht. Dann hat man sich dran gewöhnt und dann hat man auch nicht das Gefühl, dass man was vermisst. Allerdings zum Beispiel, wenn ihr jetzt gar nicht, ihr müsst ja nicht von 0 auf 100 gehen, auf Säfte zum Beispiel verzichten wollt, dann macht einfach ein bisschen Saft in das Glas und das andere alles mit Wasser strecken. Und nicht jetzt halb-halb, sondern einfach nur ein bisschen Saft, dass so der leichte Geschmack noch da ist. So kann man ja anfangen. Und das würde ich euch schon mal total empfehlen. Dann, was ich ja auch mache, das habe ich ja auch gemacht, ich esse jetzt halt viel mit Zucker. Das ist halt wirklich gut, weil es ein kalorienfreies Süßungsmittel ist und weil es halt den Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe steigen lässt. Deswegen bekommt man halt nicht diese Heißhungerattacken, die man halt mit dem normalen Zucker bekommt. Also was ich zum Beispiel auch für mich empfunden habe, ist halt das Low-Carb-Essen, was ich halt ganz gut finde, einfach halt Kohlenhydrate zu vermeiden oder halt wenig zu essen. Aber das ist halt auch so eine Sache, jeder Körper reagiert ja unterschiedlich. Für mich fühlt sich's gut an, wenn ich das so mache. Also ich merke dann auch die Erfolge. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch andere Sachen. Aber ich finde Low Carb eigentlich eine ganz gute Geschichte. Dann zum Beispiel, was ich bei meiner Ernährungsberaterin gelernt hatte zu meiner damaligen Zeit, ist, wenn man was sündigt und was Süßes will, dass man so ein Maß nimmt, egal ob es jetzt ein Kind ist oder ein erwachsener Mensch, aber die Handgröße, was so in deine Hand passt, natürlich jetzt nicht stapeln bis sonst wohin, sondern was so leicht über die Hand passt. Das ist so das Maß an Süßigkeiten, was du dir am Tag zufügen kannst, ohne dass dann was passiert. Eine Kinderhand ist natürlich kleiner, deswegen sollen sie auch weniger zu sich nehmen. Und das ist zum Beispiel was ich von meiner Ernährungsberaterin gelernt habe, nur was mir halt nicht so viel hilft, weil wenn ich so eine Packung aufreiße, dann es bringt mir halt jetzt nichts. Aber ich kann euch trotzdem sagen, es gibt ja auch andere, die damit zufrieden sind und denen das ausreicht. Dann ist es so eine gute Basis, sich daran zu messen, ah ja, okay, das ist erlaubt, dann passiert auch meinem Körper nichts. Dann gehe ich nicht auseinander. Dann, was zum Beispiel noch wichtig ist, abends halt klar nichts mit Zucker zu essen, aber auch nicht mit Fruchtzucker. Und Fruchtzucker ist ja auch in bestimmten Gemüse oder Obst sowieso drin. Und das ist halt auch noch eine wichtige Sache, das ist auch von der Ernährungsberaterin, dass man darauf achtet, dass man das nicht am Abend unbedingt zu sich nimmt. Was da noch eine Sache ist, das habe ich erst neulich mir durchgelesen, dass Quark sehr gut zum Abnehmen sein soll. Also Quark einfach, Magerquark zu sich nehmen, das sättigt ja auch extrem, das weiß ich ja selbst. Das ist zum Beispiel auch noch ein guter Tipp. Dann geht's weiter. Und zwar, was ihr gut ersetzen könnt, ist, anstatt dass ihr Butter aufs Brot oder Brötchen macht, dass ihr dann fettarmen Frischkäse zum Beispiel oder Kräuterquark benutzt. Das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Dann zum Beispiel, anstatt die fettige Wurst wie Mortadella, Salami, Leberwurst, könnt ihr besser gekochten Schinken zum Beispiel verwenden, ohne den Fettrand. Oder Lachsschinken ist auch sehr gut, esse ich zum Beispiel sehr gerne. Putenbrust, Hähnchenfilet. Dann zum Beispiel, was ihr gut ersetzen könnt, Creme Fraiche ist durch saure Sahne. Das hat auch einfach weniger Kalorien. Dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt, wo es wärmer wird, gerne Eis esst, anstatt des Sahneeis, könnt ihr lieber Fruchteis verwenden, also essen, verwenden. Naja, das ist natürlich auch, also ja,
sagt schon der Name, denke ich mal, dass man merkt, dass da Sahne, Fruchteis, dass da einfach viel weniger Kalorien drin sind. Dann das Weizenmehl ist halt auch ein guter Tipp, dass man das einfach durch Dinkel- oder Vollkornmehl ersetzt. Das mache ich eigentlich auch meistens, bis auch bei den Backvideos halt nicht, aber privat schon. Dann, wenn ihr zum Beispiel gern was Süßes aufs Brötchen oder Brot esst, am Morgen zum Beispiel, dann lieber die Nuss-Nougat-Creme, wenn es geht, darauf verzichten und lieber irgendwie eine Fruchtkonfitüre benutzen. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Und wenn man zum Beispiel gerne Nudeln isst oder so, dann kann man auch sehr gut die Zucchini-Nudeln machen, einfach mit dem Spiralschäler oder Karottennudeln. Da kann man dann auch ein bisschen mehr Würze an die Soße ranmachen, das ist dann auch kein Problem. Und ich finde, das ist eine super Alternative, also ich mache das total gerne. Und zum Beispiel anstelle von Reis kann man auch sehr gut vorgegarte Weizenkörner benutzen. Die haben nämlich auch einfach weniger Kohlenhydrate. Ja, das waren so ein paar kleine Tipps. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen mit dem einen oder anderen. Und wenn es euch gefallen hat, ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Aber ja, ich hoffe einfach, ihr könnt was damit anfangen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Mal.